So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Tanze bei Compact Cars, Lukis Leuchtturm und einer Wetterstation. Dazu gehen wir einfach in Gruppenkeile rein, weil da ist es eigentlich am einfachsten, finde ich. Weil man hat eigentlich immer seine Ruhe, man kann es natürlich auch im Solo-Modus machen, um Gottes Willen, aber da hast du auch direkt die Konkurrenz und ich weiß auch nicht, ob die Aufgaben dann trotzdem zählen. Also in Gruppenkeile weiß ich, dass man einfach die Aufgabe machen kann, geht raus und die Aufgabe ist trotzdem geschafft. So, dann kurz in eigener Sache. Ich habe an euch die Frage: Wollt ihr jetzt lieber einen Skins haben oder Paysafe-Karte? Also entweder das Gewinnspiel mit Paysafe-Karte oder mit einem Skin. Also bis jetzt sagen wirklich fast alle Skin. Wie gesagt, wenn du trotzdem wissen willst, wie das mit dem Code unten funktioniert, alle 10 Abonnenten kommt eine neue Zahl hinzu. Heißt, bei 580 Abonnenten kommt die dritte Zahl hinzu, 590 Abonnenten die vierte und so weiter. Aber das Ganze kannst du auch nochmal nachgucken in der Videobeschreibung. Da habe ich nämlich ein extra Video gemacht, wo ich das Ganze dann nochmal erkläre. So, hier oben ist schon mal der Leuchtturm. Den gehen wir nämlich da als erstes hin. So, einmal zack. Oh, da wurden wir schon rausgeschmissen. Da ist mal wieder eine Aufgabe, wo man dann doch mal gewisse Orte besuchen muss. So, zack. Aber der Leuchtturm ist ja schon von den ersten Bildern von der neuen Map direkt bekannt gewesen, zumindest die Insel. So. Bam, 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 bam. Ab zum Leuchtturm. Gegner ist anscheinend auch hier. Ah, zählt auch. Also irgendein Emote zählt also auch. So, dann können wir nämlich hier direkt wieder rausgehen. Dann gucken wir, jetzt kommt drauf an, wie die Route kommt. Entweder gehen wir dann zu Compact Cars oder erst zur Wetterstation. So. So, Compact Cars ist nämlich dieser komische Schrottplatz. Aber ich glaube, wir machen es doch einfach im Solo-Modus. Weil wenn die Route nicht ganz passt, dann ist es auch eigentlich blöd. Deshalb, wir probieren es jetzt doch im Solo-Modus. Gut, wenn wir direkt sterben, ist das halt so. Aber ich will da auch nicht viel machen. Ich will aber auch selber wissen, ob es funktioniert mit den Aufgaben oder nicht. Ob man die Aufgabe quasi machen kann und direkt wieder rausholen kann. Dazu gehen wir jetzt dann. Ja, gehen wir erst zum Schrottplatz. Würde ich sagen. Der ist nämlich bei Dirty. Dirty. Nämlich. Jetzt muss ich gerade selber gucken. Da. Da ist der Schrottplatz. Da in der Kurve. Ist nämlich gar nicht so einfach zu finden. Weil er halt auch nicht groß ist. Er ist auf der Map nicht großartig markiert. Aber ich werde euch natürlich zeigen, wo er ist. So, wie gesagt, da ist der Schrottplatz, hier oben der Leuchtturm und hier unten an der Spitze ist die Wetterstation. Da. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hin. Beziehungsweise da ist der Schrottplatz, um genau zu sein. Ja. Aber hier werden wir safe nicht alleine landen. Ich hoffe nur, dass ich schnell die Aufgabe gemacht bekomme. Ah, man sieht schon. Der eigentlich der schnellere Trick müsste eigentlich sein. Warte. Komm. Zack, ihr seht, easy geschafft.
Mal gucken, ob hier ein paar Bots sind. Nein. Keine Bots. So. Haben wir wenigstens einen Menschen schon mal glücklich gemacht. So, direkt verlassen. Und jetzt gehen wir noch zur, da waren wir dabei, zur Wetterstation. Und dann haben wir die drei Orte nämlich auch schon entdeckt. Und dann können wir auch direkt weitergehen zur nächsten Aufgabe. Diese Ladebildschirme. Und wie gesagt, wenn ihr mich addet, einfach yt-familyhack. So, nächste Runde direkt auch wieder solo. Ach, die Lockhart habe ich auch schon. Ach, alles schon gemacht. Auf ganz entspannt. Dun, 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 dun. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt noch danach für Aufgaben haben. Mit der Werkbank habe ich schon gesehen. Da muss ich vielleicht selber noch mal gucken, wo ich da am besten hingehe. Weil die Werkbänke, da habe ich mir echt noch keine Gedanken drüber gemacht. Weil es lohnt sich einfach noch nicht. Außer sie haben sie jetzt gepatcht. Dann wäre es natürlich top. Aber so an sich von allem 150. Nee, das ist einfach zu viel. So. Die Flugroute ist eigentlich auch ganz okay. Wir müssen nämlich dahin. Yeah. Ja. Wundert euch nicht, natürlich gucke ich selber auch nach, wo wir dahin müssen. Bam, 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 bam. Ganz da hinten. Ach Gott. Bam, 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 bam. Ich guck mir immer so an, wie die Level sind. Also Level 33 ist schon mal hardcore gezockt, wenn er keine Stufen gekauft hat. Ja, die meisten sind echt so zwischen 10 und 20. So, jetzt muss ich hier gerade selber gucken. Ich bin ja. Ah, ich muss immer gucken, welchen Modus ich gerade hier rumeier. So, das hier oben ist nämlich die Wetterstation. Ich sehe und höre mal keinen Gegner. Ah, doch, einer kommt mit. Aim. Kein Aim. Also von mir. Ich glaube, das war auch nur er. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt ein Gegner war oder Bot. Das ist halt echt langsam so eine Sache. Wer ist Bot, wer ist Gegner und so weiter. So, Angewohnheit trotzdem sortiert. Jetzt wisst ihr genau wo. Ich zeige es euch nochmal. Hier ist die Wetterstation. Dann ist hier der Schrottplatz. Genau da. Und dann hier oben ist der Leuchtturm. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Vergesst nicht, euren Gamertag von Epic Games unten reinzuschreiben. Und schreibt, ob ihr einen Skin haben wollt oder lieber Passive-Karte. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß mit den anderen Aufgaben. Bis dann.